Lukas fragt Pete Smeed: Von welchen Spielen würdet ihr euch eine Serie im Fernsehen wünschen? Ganz schwierig mit den Serien, weil, naja, wenn ich mir zum Beispiel die ganzen Marvel-Serien angucke, die irgendwie aus dem Boden gestampft werden, da stört mich extrem dann, dass man super häufig sieht, dass es sich dabei nur um Kulisse handelt. Und das finde ich echt kacke. Und ich habe halt echt Schiss, dass aus den Serien dann, dass im Endeffekt, du hast ein richtig geiles Spiel, keine Ahnung, Last of Us, und dann wird daraus eine Serie gemacht und die ist kacke. Das würde mir unheimlich viel kaputt machen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die da so richtig viel Budget für in die Hand nehmen würden, dass da keine Abstriche gemacht werden. Also ich könnte mir das von der Story für viele Spiele vorstellen. Also alleine jetzt irgendwie Mass Effect oder so. Ja, da hast du dein nächstes Star Trek oder so. Aber ansonsten, es gibt ja eine ganze Menge Spieleverfilmungen. Davon gibt es ja auch. Wobei, es gab eine Serie zu Super Mario. Die war... Als Kind fand ich die cool. Ich glaube, heute wäre die nicht cool. Zelda gibt's auch. Aber als Zeichentrick alles. Aber von meinem Lieblingsspiel hätte ich das irgendwie nicht so gerne, glaube ich. Das könnte in die Hose gehen. Ich fände Final Fantasy total cool, weil wenn die irgendwelche Cinematics machen oder Filme rausbringen, ist das echt cool und gut gemacht und sieht geil aus, hat immer Top-Story und alles. Deshalb, das wäre geil. So eine Witcher-Serie wäre halt schon echt nice, mit mehreren Staffeln so. Am Witcher-Universum könnte ich mir was ganz Gutes vorstellen. Ich meine, die ist ja so ähnlich wie Game of Thrones. Es ist schon nah dran. Sex, Blut, Betrays, gute Story. Also, ja. Witcher. Ich könnte mir Filmumsetzung oder Serienumsetzung hauptsächlich von Rollenspielen vorstellen, weil da meistens die Story lang gemacht ist. Aber nur unter der Voraussetzung, dass die Qualität der Story in der Serie die gleiche Qualität ist, wie ich die damals im Spiel erlebt habe. Zum Beispiel wie von Gothic 2 oder von der Mass Effect Serie 1 bis 3. Serie ist eine gute Frage, kein Film, sondern Serie. Serie hat man mehr Zeit, Dinge zu erzählen, und das ist gut. Und deswegen würde ich mich für Planescape Torment entscheiden, weil das wohl das Spiel sein soll mit der geilsten Story und den coolsten Nebenquests und den witzigsten Figuren. Und davon eine Serie wäre doch mega.